Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder um eine Verkostung und zwar um diesen Energy Drink, der heißt Happy One The Clear Energy Drink und ist ein deutsches Produkt, kommt aus St. Augustin und ja, ich habe mal aufgeguckt, was alles drin ist und das hat mich ein bisschen neugierig gemacht und deswegen habe ich das Teil einfach mal mitgenommen zum Testen. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist Happy One oder was soll dieses Produkt eigentlich bewirken? Also es ist natürlich ein klassisches Energy-Produkt, so wie alle anderen Energy-Produkte auch. Es soll natürlich pushen, es hat 32 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, also eigentlich so an sich der Klassiker schlechthin. Aber der Vorteil ist jetzt hier, Happy One wirbt damit, dass sie ohne Aspartam auskommen als Süßungsmittel und zusätzlich, dass es ohne Farbstoff ist. Das heißt also, wenn wir jetzt rein theoretisch das ins Glas gießen, müsste es normalerweise neutral, also klar sein. Zusätzlich, wie gesagt, wird noch darauf hingewiesen, dass als Inhaltsstoffe noch echter Rohrzucker benutzt wird. Vitamin B6 und B12 ist eigentlich der Klassiker, benutzen ja eigentlich alle. Und sowie 86,1% reines Mineralwasser aus dem Herzen der Vulkaneifel. So, und jetzt ist natürlich die Sache, wenn jetzt noch Mineralwasser hinzugesetzt wird, wie wird er wohl schmecken? So, ich habe schon mal einen probiert, aber ich muss dazu sagen, ich habe schon wieder vergessen, wie er geschmeckt hat. Und jetzt bin ich jetzt natürlich schon persönlich am Fragen. War der so schlecht gewesen, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann? Auf jeden Fall, wie gesagt, einen habe ich noch, habe ich jetzt aus der Kühlung geholt. Den werden wir jetzt aufmachen, mal probieren. Und Kuri ist hier wieder die zweite Fachkraft, die mitprobiert, weil sie ist ja nun nicht so der klassische Energy-Trinker. Sie hat ja immer noch mal eine andere Meinung dazu, zu dieser ganzen Thematik als ich. So, also wie gesagt, wir gießen das mal ein. Oh, ja, siehst du? Es ist neutral, schaumt ordentlich. Cool. Der erste Energy Drink, ja, der aussieht wie Mineralwasser. Ja, der ist klar. Sieht aber sehr sexy aus, muss ich sagen. Das perlt ganz leicht. Sieht richtig geil aus. Oh, ich bin gerade ein bisschen angetatscht hier. Also wenn man jetzt an der Dose riecht, ist der, ja, dieser Energy-Geruch, der typische Energy-Geruch, nicht so stark. Riecht man aber am Glas. Ja, doch. Also am Anfang ein bisschen stärker, aber im Nachhinein verliert sich das ein bisschen. Es riecht nicht so stark nach Energy-Getränk. Fast schon angenehm, muss ich sagen. So, jetzt probieren wir mal. Also, es schmeckt nicht so wie Energy-Getränk, sondern es hat so eher was von einer süßen Zitronenlimo, die so leicht gesüßt ist. Ja. Und, Also riechen wie alle Energy-Drinks aber nicht überhaupt. so stark, finde ich. Nee, nicht ganz so intensiv. Das hat nicht diesen Extreme Süße, leicht säuerlich. ja, sag ich ja. Wie so eine Zitronenlimonade, so, ne? Könnte man Ja. fast sagen. Was ich jetzt wiederum vom Vorteil jetzt da finde, das ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, es hat nicht diesen typischen Energy-Geschmack auf der Zunge, diesen pelzigen, entweder zu sauer oder zu süß, sondern man kann sich das jetzt wirklich vorstellen wie eine Zitronenlimonade. Man hat so leichten zitronigen Touch und dann aber auch eine dezente Süße. Also nicht so übertrieben. Und ich denke mal, das liegt daran, wie gesagt, man bewirbt es ja, dass man es mit Rohrzucker süßt. Und ich denke mal, dass es vielleicht durch den Rohrzucker enthalten wird. Ja, und zusätzlich muss ich noch dazu sagen, was ich leider als kleinen Nachteil empfinde, was ich ja, mir eigentlich nicht wünschen würde, was in so einem Energy-Getränk zusätzlich noch mit drin ist, ist Traubenzucker. Traubenzucker hat natürlich den Vorteil, dass es schnell ins Blut übergeht und dass es den Blutzucker schnell nach oben bringt. Aber genauso schnell wie der Blutzucker oben ist, geht der Blutzucker auch wieder runter. Und ich sag mal, wenn man jetzt normalen reinen Rohrzucker benutzt oder an sich normalen Zucker, reicht das völlig aus. Da muss man nicht zusätzlich noch Traubenzucker ranmachen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Hersteller jetzt versuchen, jetzt irgendwie mit den Zutaten sich hervorzutun und ob sie da versuchen, jetzt ich sag mal, den Geschmack der Getränke jetzt noch da zusätzlich zu beeinflussen, ich weiß es nicht, ja. Aber ansonsten, ich muss dazu sagen, ich bin echt positiv überrascht, obwohl ich optisch und marketingstrategisch den Auftritt von Happy One nicht so geil finde. Also, ich finde, die Dose sieht scheiße aus, aber das ist Auch natürlich jetzt, schlecht. ja, es ist mein Geschmack, aber ich, wie gesagt, Ja, aber das Schlechte sticht auch wieder hervor. ja, die Eins ist ja wiedererkennungswert, aber ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, gewinnen. Aber ansonsten muss ich dazu sagen, geschmacklich bin ich sehr erstaunt. Und ich muss jetzt noch mal kurz gucken, was das gekostet hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel das jetzt gekostet hat. Wenn es nicht mehr kostet als Booster, ich glaube, dann kriegt Booster jetzt Konkurrenz, würde ich sagen. Geschmacklich. Also ich finde es nicht schlecht. Kuri, Ja, wie ist dein Urteil? ich finde es angenehmer frisch, weil ich eh nicht der Süßtrinker bin. Ob ich eine ganze Büchse trinken würde? Ja, schön gekühlt, ja. Wow.
Und wenn Kuri sagt, sie trinkt eine ganze Dose Energy Drink, dann hat das schon was zu bedeuten, ganz ehrlich. Gut, ansonsten, das war es kurz und knapp gewesen. Probiert mal Heavy One und wenn ihr Heavy One probiert habt, schreibt es mal unten in die Kommentare und sagt mir mal, was ihr von dem Produkt haltet. Würde mich freuen darüber. Ansonsten, das soll es für heute schon mal gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann, euer Mirko und eure. Kuri. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.